Bitte für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute einen Antrag der SPD, der Grünen und der FDP zu einem Antrag des Friedensprozesses oder zum Friedensprozess in Äthiopien. Seit 2,5 Jahren entwickelt sich der Konflikt der Zentralregierung in Äthiopien gegen die Regionalregierung in Tigray zu einem Bürgerkrieg. Tigray, wo liegt das, liebe Zuschauer? Oben im Norden von Äthiopien, südlich von Eritrea, ist ein kleiner Landstrich, und Tigray bezeichnet nicht nur eine Region, sondern auch einen Volksstamm. Hier kämpft die Volksbefreiungsfront von Tigray gegen die äthiopischen Streitkräfte. Äthiopien war hier so in Bedrängnis geraten, dass es irgendwann die eritreischen Streitkräfte um Unterstützung gebeten hat. Das ist ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Äthiopien und Eritrea lange Zeit verfeindet waren und erst in 2019 unter Ministerpräsident Abiy Ahmed, dem äthiopischen Ministerpräsidenten, ein Frieden geschlossen wurde mit Eritrea. Dafür hat er auch damals den Friedensnobelpreis erhalten. In Ihrem Antrag formulieren Sie nun, dass Eritrea sich aus Äthiopien zurückziehen soll. Das ist mal mindestens irreführend, denn man muss ganz klar sagen, dass Äthiopien ja Eritrea um Unterstützung in diesem Konflikt gebeten hat und fremde Streitkräfte quasi auf das eigene Territorium eingeladen hat. Da muss man mal sehen, wie schwer dieser Konflikt und die Not der äthiopischen Regierung gewesen sein muss, dies zuzulassen. Die Vereinten Nationen gehen in dem Konflikt inzwischen von 500.000 Toten und über 2 Millionen Flüchtlingen aus. Durch Vermittlung der Afrikanischen Union ist es jetzt im November letzten Jahres zu einem Waffenstillstand gekommen, und auch die Milizen Eritreas ziehen sich langsam aus Tigray wieder zurück. Das ist ein gutes Beispiel, dass es auch ohne Einmischung westlicher Mächte funktioniert und Frieden in Afrika geschlossen werden kann. Nun will sich Deutschland aber wieder einmischen. SPD, Grüne und FDP wollen einen, wie Sie es nennen, nachhaltigen Friedensprozess in Äthiopien weiter unterstützen. Das klingt erst mal gut, nur wenn wir uns das anschauen, darunter verstehen die Antragsteller einen breit angelegten, geschlechtergerechten und inklusiven Prozess unter umfassender Beteiligung von Frauen, Jugend und marginalisierten Gruppen, worunter Sie wahrscheinlich sexuelle Minderheiten meinen. Wir stellen uns darunter als AfD eher vor die Minderheit des Volkes der Tigray mit etwa 5 Millionen Menschen, die etwa 6% der Bevölkerung ausmachen. Ich glaube, dass die Äthiopier und insbesondere die Menschen in Tigray ganz andere Probleme als ihre sexuelle Teilhabe und die Berücksichtigung sexueller Minderheiten ist. Es geht hier um sauberes Trinkwasser, es geht um Ernährung, es geht um Infrastruktur, es geht um Hygiene und ja, es geht auch um Sicherheit. Ich vermisse in Ihrem Antrag ganz klar die Formulierung deutscher Interessen. Dies, was Sie hier formulieren, hat mit Realpolitik nichts zu tun und ist lediglich eine rot-grüne Kampfrhetorik mit allerlei Schlagworten Ihrer feministischen Außenpolitik. Jenseits von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sollten wir uns auf politischer Ebene in diesen Konflikt nicht einmischen. Und, liebe Union, war es nicht Ihr Bundesminister Müller, der Äthiopien zu einem Hauptpartner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit machte? Ich frage mich, was ist daraus geworden? Krieg, Chaos und die Vernichtung unserer deutschen Investitionen waren das Ergebnis. Wenn wir Länder, Kulturen und Interessenslagen nicht verstehen, dann sollten wir aus Konflikten uns einfach mal raushalten. Wir haben es ja eben schon gehört, durch das Engagement der Afrikanischen Union hat man es geschafft, diesen Konflikt weitestgehend beizulegen. Die Probleme sind aus unserer Sicht ganz anders gelagert. Und zwar wird gerade der sogenannte Staudamm Gerd gebaut, seit 2011 der größte Stausee Afrikas, 74 Milliarden Kubikmeter Fassungsvermögen, 6.000 Megawatt, das größte Wasserkraftwerk Afrikas. Wir sehen hier die Gefahr, dass Äthiopien dem Sudan und Ägypten das Wasser abdreht. Ägypten hat bereits angedroht, hier militärisch zu intervenieren, sollte man hier den Wasserfluss reduzieren. Und da müssen wir ein Hauptaugenmerk drauf legen. Wir Deutschen sollten uns hier in die Vermittlung engagieren, uns aber aus dem Konflikt raushalten. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun